Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um eine Strategie für arme Leute. Der Poor Man's Covered Call. Eine Strategie, nach der hier immer mal wieder gefragt wurde. Also der Covered Call, Poor Man, für den kleinen oder armen Mann. Den schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Jetzt. So, viele von euch wissen natürlich schon längst, was ein Covered Call ist. Der eine oder andere nutzt es auch, zum Beispiel in seinem Langfristportfolio. Und für alle, die es nicht wissen, will ich nochmal ganz kurz hier am Flipchart aufzeichnen, was also ein Covered Call ist. Ganz einfach, man kauft eine Aktie. So, und dann verkauft man oberhalb dieser Aktie einen Call, nimmt dafür ein paar Dollar Prämie ein. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man sagt, okay, während die Aktie weiter steigt, verfällt aufgrund des Zeitwertverlustes dieser Call hier oben und man hat eben eine zusätzliche Prämieneinnahme oder aber auch, indem man das Ganze macht, sichert man eine minimale Abwärtsbewegung der Aktie ab. Aktie abgeraten. Das wird manchmal gemacht in längerfristigen Depots. So, und jetzt ist aber natürlich das Ding, dass wenn man das Ganze hier machen möchte, dann muss man natürlich diese Aktie kaufen und damit sich das Ganze auch richtig darstellen lässt, muss man eben mindestens 100 Stück dieser Aktie kaufen. Und das bedeutet natürlich gerade, wenn man eben etwas teurere Aktien hat, dass die Aufwendungen zum Kauf dieser Aktie, die man hier vornehmen muss, dann doch in der Regel sehr hoch sind. Wenn wir also mal einfach ein Beispiel machen, wir nehmen mal die Apple. Apple momentan das teuerste Unternehmen der Welt. Die Aktie selbst kostet um die 150, 153 Dollar ungefähr. Das heißt, wenn man da 100 Stück kaufen möchte, 153 Dollar mal 100, naja, dann reden wir eben hier über 15.300 Dollar, die man dafür aufwenden muss, um einen einzigen Call hier oben verkaufen zu können. Und wir könnten jetzt zum Beispiel auch mal noch die etwas teureren Aktien nehmen. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen jetzt hier mal Google und Amazon, die sich ja gerade einen Wettkampf liefern, welche der beiden Aktien wird als erste 1.000 Dollar pro Stück kosten. Und dann reden wir eben hier über ein Investment von 96.000, weil die stehen ja alle beide um die, ich glaube, 950, 960 Dollar ungefähr. Also um 96.000 Dollar, um einen Covered Call machen zu können. Ne? Und das ist für die meisten Privatanleger einfach zu teuer. Sie sagen, das ist mir zu viel. So, und hier kommt jetzt dieser Poor Man's Covered Call ins Spiel. Und ich habe euch mal hier ein kleines Bildchen vorbereitet. Und zwar seht ihr mal hier die Aktie, also als erstes Apple. Ne? Wir bleiben einfach mal bei dem Beispiel. Und was könnte man also jetzt machen, um das Ganze zu ersetzen? Ein Poor Man's Covered Call ist im Grunde eine relativ simple Strategie, nämlich, dass wenn wir hier sagen, hier, das ist die Aktie, und anstatt jetzt die Aktie direkt zu kaufen, macht man eines, dass man sagt, man kauft einen im Geld liegenden Call, das heißt, man fängt als erstes an, einen Call zu kaufen, also einen Call, der unterhalb des aktuellen Preises ist, mit einer möglichst längeren Restlaufzeit, einen ETN-Call. So, dafür muss man eine Prämie aufwenden, das heißt, man gibt Geld aus und dann verkauft man einen kürzer laufenden Call out of the money. Hier, out of the money. Eigentlich hätte man hier ein Minus hin machen müssen und hier machen wir jetzt ein Plus. Da kriegt man Geld rein und hat dann im Grunde genommen genau das Gleiche, nämlich wenn die Aktie eben steigt, dann entwickelt sich ja hier dieser In-the-Money-Call entsprechend mit. Und damit wir uns das auch mal an Zahlen anschauen können, hier nochmal ein Chart dazu, nochmal mit der Apple-Aktie und als folgendes Beispiel. Wir würden also, ich schreibe es auch nochmal mit dazu auf, während ihr noch das Bild seht. Wir würden also jetzt beispielsweise hier sagen, wir kaufen den 130er Call mit Laufzeit Dezember, das sind ungefähr, ich glaube, so 220 Tage Restlaufzeit. Der kostet aktuell etwa 2.500 Dollar und dann verkaufen wir eben zum Beispiel einen 160er Call mit 60 Tagen Restlaufzeit und der bringt uns irgendwie um die 200 Dollar Prämie. So, und was ist also jetzt die Ersparnis? Wir müssen eben hier
nur 2.500 Dollar aufwenden, um quasi long in der Aktie zu sein über den In-the-Money-Call. Ne? Der ist ja bei 130 deutlich im Geld. Und wenn also jetzt die Aktie steigt, würde das Ganze entsprechend mitsteigen. Wir können hier trotzdem, weil wir einen In-the-Money-Call haben, haben wir auch keine Margin-Probleme, wir haben trotzdem keinen nackten Call, sondern wir haben eben jetzt hier diesen gedeckten Call, der ist durch den Long-Call gedeckt. Und damit hat man quasi einen Poor Man's Covered Call dargestellt. So, das ist jetzt erstmal ganz grob das Ganze gesagt. Schauen wir uns mal das Ganze ein bisschen im Detail an. Was ist denn jetzt hier der optimale Gewinn oder der maximale Gewinn? Und Optimum wäre natürlich, dass wenn du sowas hast, also hier, du hast hier die Aktie und hier ist dieser Call geschrieben und da ist jetzt egal, ob du die Aktie hast oder eben diesen ETM-Call, dass der quasi bis zum Verfall, hier ist der Verfall, dass der am besten hier hinläuft, ne? Und dass dann der hier wertlos verfällt, das heißt der Call, den du geschrieben hast, der verfällt wertlos und hier hast du noch eine Wertsteigerung. Das ist erstmal das, wenn es sehr, sehr optimal läuft. Was ist, wenn es sehr, sehr negativ laufen würde? Also wir machen das Extrembeispiel, Apple fällt auf Null. Kann sich jetzt jeder von euch ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist, aber wir wollen das ja mal von allen Seiten beleuchten. Wenn du eben jetzt hier 2.500 Dollar für diesen In-the-Money-Call aufgewendet hast und Apple würde auf Null kollabieren, was kannst du maximal verlieren? Diese 2.500 Dollar. Hättest du dagegen die Aktie gekauft, und wie gesagt, die Aktie liegt ja so bei 150 Dollar etwa, hättest du eben 15.000 Dollar etwa aufwenden müssen. Ne? Das heißt, hab ich mir vorhin verschrieben, nur 13,5 geschrieben, weiß ich gar nicht genau. Nein, 15,3. Also müsstest du eben hier, würdest du 15.300 verlieren. Das heißt, du hast viel, viel weniger maximalen Verlustrisiko, wobei das natürlich eine rein theoretische Betrachtung ist, weil wir wissen alle, dass Apple mit großer Wahrscheinlichkeit nicht innerhalb der nächsten 60 Tage auf Null fallen wird. So, jetzt ist natürlich so, es gibt auch ein paar Nachteile dieses Poor Man's Covered Call. Und zwar, der erste ist natürlich folgendes, genau wie bei der Aktie, wo steckt das Risiko? Das Risiko steckt natürlich in einem Covered Call prinzipiell niemals hier in diesem verkauften Call, sondern immer in der gekauften Aktie oder aber hier in dem gekauften ETM-Call. Denn wir wissen alle, was kann die Aktie machen? Sie kann runtergehen und der Verlust der Aktie kann natürlich deutlich höher sein als das bisschen Prämie, was wir hier bekommen haben. So, und wenn wir jetzt mal dieses Beispiel, was wir haben, der 130er Call, der hatte ein Delta von ungefähr 85. Das bedeutet aber nichts anderes, als hättest du 85 Aktien long. Ne? Bedeutet ja, wenn die Aktie einen Dollar sich bewegt, dann wird die Option sich 85 Cent bewegen. Oder aber eben, du hast 85 Aktien, die sich um einen Dollar bewegen. Und das bedeutet natürlich, wenn wir jetzt mal hier sehen, eine Prämie von 200 Dollar, wenn Apple 3 Dollar fällt, dann verliert dieser Call natürlich genauso viel Geld als das, was du hier oben eingenommen hast. Alles, was mehr als 3 Dollar ist, so roundabout, ist dann schon Verlust. So, zweiter Punkt, Volatilität. Du musst natürlich schauen, wann machst du das Ganze. Wenn du das machst in einem Umfeld hoher Volatilität, dann ist dieser Call hier sehr, sehr teuer. Und durch den Rückgang der Volatilität verliert er an Wert, obwohl vielleicht das Underlying selbst steigt. Nächster Punkt, was immer bei gekauften Optionen ist, dass du natürlich einen Zeitwertverfall hast. Wenn du eine Apple-Aktie hältst, dann hat die keinen Zeitwertverfall. Wenn du eine Call-Option kaufst, genau wie bei einer Put-Option, wenn du sie kaufst, da wirkt hier das sogenannte Tether, der Zeitwertverfall. Und deswegen nimmt man ja auch eine möglichst lange Restlaufzeit für das Ganze. Nichtsdestotrotz setzt eben ein bisschen der Zeitwertverfall ein. Das heißt, es gibt eine weitere Kraft, die gegen dich wirkt. Und das Letzte ist, und das ist gerade für ein Langfristportfolio vielleicht wichtig, wer die Aktie hat, bekommt Dividenden. Wer einen In-the-Money-Call hat, bekommt keine Dividenden. Ja? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wer sagt, okay, ich bin Apple-Aktionär, ich will auch immer schön die Dividenden kassieren und Covered Calls darauf schreiben. Derjenige, der das macht mit einem Poor Man's Covered Call, der bekommt keine Dividenden gutgeschrieben.
Und all diese Gründe führen dazu, dass ich persönlich diese Poor Man Covered Call nicht handle. Ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es ja auch in der Vergangenheit das ein oder andere Mal gemacht. Und weil so viele von euch ja hier gefragt haben, wollte ich euch auch das Ganze erklären. Ich persönlich handle es aber nicht. Und zwar, für mich sind es hauptsächlich zwei oder ein Grund. Natürlich kann man das Ganze machen. Und diese Ersparnis hier, ja, die ist vorhanden, aber diese Ersparnis sieht man schon in einem ganz anderen Licht, wenn man, wie die meisten das von euch machen werden, über ein Margin-Konto handelt. Ne? Über ein Margin-Konto, weil dann gibst du ja hier auch nicht diese 15.300 aus, sondern viel weniger, ungefähr ein Viertel, was du an Margin hinterlegen musst. Und dann reden wir hier eher mal so über, naja, vielleicht 4.000 Dollar. Okay, das ist immer noch ein bisschen mehr als diese 2,5, aber es sind auch keine 15,3. Das heißt, so riesig ist dann der Vorteil auch wieder nicht. Und zum anderen, und das ist für mich der entscheidende Punkt, ich habe jetzt gerade schon so erwähnt, du musst die Volatilität betrachten, du musst das Tether betrachten. Was ist denn, wenn der Preis hier mal unter 130 fällt, wie adjustierst du denn dann? Ne? Das alles, finde ich, macht es zu kompliziert. Und dass das in Amerika viel gemacht wird, liegt unter anderem daran, dass in vielen dieser IRA-Konten, also diesen Altersvorsorge-Konten, die es da gibt, dass man da keine Margin anwenden darf und dass man da wirklich das versucht, hier mit diesen Poor Man's Covered Calls normale Covered Calls zu ersetzen, weil man dann natürlich hier diese Ersparnis nicht hat. Ne? Ich glaube aber, mit den Möglichkeiten, die wir haben bei unseren Brokern, wo wir sind, ne? Margin-Konten, möchte ich nicht noch zusätzlich zu viel Komplexität in solche Trades hineinbekommen. Ne? Und ich muss mir ja schon beim Covered Call Writing überlegen, welchen Call verkaufe ich denn, mit welcher Laufzeit, in welchem Umfeld, wie Rolle stehen, wenn die Aktie mal darüber hinausgeht und so weiter. Und jetzt kommt noch dazu, jetzt muss ich auch das hier alles noch betrachten. So, und das macht es aus meiner Sicht heraus zu komplex, als dass diejenigen, die wenig Geld haben, und nur für die ist es ja gedacht, Poor Man's. Ne? Das, warum hat man weniger Geld im Handel? Na klar, weil man noch nicht die Erfahrung hat, was ja nichts Schlimmes ist. Ne? Aber du hast dann quasi auf beiden Seiten eine Baustelle, die du beachten musst, diese und diese. Und das würde ich vermeiden wollen. Die, die viel Geld haben und entsprechend dann hoffentlich auch mehr Ahnung, naja, die können auch direkt mit den Aktien handeln. Ne? Das spielt das dann auch keine Rolle. Deswegen, sicherlich eine interessante Strategie. Gut, dass man da mal was drüber gehört hat, aus meiner Sicht zumindest, aber für mich persönlich gehört sie nicht in den täglichen Werkzeugkasten. Sicherlich gibt es da auch andere Leute, aber ganz ehrlich, ich persönlich kenne niemanden, der wirklich regelmäßig diese Poor Man Covered Calls handelt. Die wird es sicherlich unter euch geben und deswegen würde ich mich auch freuen über den einen oder anderen Kommentar von jemand, der das regelmäßig macht. Schreibt mir mal rein, wie ihr das macht, warum ihr das macht, was ihr für Vorteile seht. Und wenn es da was Interessantes gibt, dann nehme ich das gern hier auch nochmal mit auf. Das war's für heute. Poor Man Covered Call. Wieder was in unserer Wissenskiste. Und beim nächsten Mal gibt es ein neues Thema. Bis dahin, euch alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.